Hallo liebe Lego-Freunde, willkommen bei Harvey Bricks, ich bin der Holger. Es ist mal wieder Haul-Zeit. Die Januar-Neuheiten, die nur exklusiv bei Lego gelistet sind ab 1.1., die sind jetzt heute alle angekommen, beziehungsweise drei Sets sind gestern bereits angekommen, aber für drei Sets habe ich mir gedacht, lohnt sich kein Video zu machen. Jetzt gerade eben, es ist wirklich nur 10 Minuten, Viertelstunde her, war der DPD-Fahrer da, hat den ganzen Krempel ausgeladen und ich habe das jetzt schon links und rechts neben mir ausgebreitet und ich möchte euch das wieder zeigen, weil ihr sagt ja immer wieder, mach Holz, die sind super. Ich finde die auch super. Mir macht es einfach eine Freude zu sehen, was ich alles gekriegt habe. Fangen wir an. Ich würde sagen, wir fangen mal von klein nach groß an. Also als erstes, um einfach die Sammlung vollständig zu haben, habe ich hier diese kleinen Dots-Armbänder. Diese zwei Sets mit, schlacht's mich tot, jeweils 7 Euro, glaube ich, was die kosten. Ich habe noch nicht eins von den Dots-Dingern aufgemacht, aber der Vollständigkeit halber. Die Sammlung soll jetzt vollständig bleiben, habe ich die halt eben auch mitbestellt. Und dann gab es von Dots auch noch diese zwei Armbänder mit ein paar mehr Teilen drin. Die waren, glaube ich, 15 Euro, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Da ist ja noch dieser Würfel dabei. Von diesen Würfeln gab es ja auch mal eigene Sets, 2, 3, 4, 5 Stück. Ich weiß gar nicht genau, wie viele. Die liegen auch noch irgendwo im Regal. Wie gesagt, Dots noch nicht eins aufgemacht bis dato. Stellen wir mal auch da vorne irgendwo hin. Auch wenn es jetzt außer Sichtweite steht. Ihr habt es ja gesehen. So, dann war aber noch ein Dots-Set. Wo habe ich ein Dots? Ja, genau. Der Bananenstiftehalter. Der schaut irgendwie, finde ich, cool aus. Und bei dem könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass ich den vielleicht dann doch mal aufreiße. Ja. Der war, glaube ich, 25 Euro oder sowas um den Dreh. Dann haben wir Super Mario. Diesen kleinen Anzug wieder mal für Mario. Da gibt es ja auch mehrere. Ich weiß, mit den Mario-Sets, die habe ich echt sträflich vernachlässigt. Da habe ich in der Vergangenheit nur 2, 3 Sets aufgemacht. Auch da werde ich ja mal ran müssen, weil ich habe da im Endeffekt die ganzen alten auch noch da stehen. Mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Dann habe ich auch noch mehr Mario-Sets natürlich. Die Doris Beachfront haben wir hier. War, glaube ich, mit um die 20 Euro, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Dann haben wir Lab and Poltergeist, auch so ein kleines, nettes, niedliches Ding. Also so von der Optik her finde ich ja die Marios jetzt gar nicht schlecht. Also muss ich ja sagen, auch wenn ich jetzt da mit diesen Spielfunktionen nicht unbedingt was anfangen kann. Aber ich finde es trotzdem irgendwie witzig. Und ich würde sagen, dann bleiben wir bei Super Mario. Da haben wir noch mehr. Entryway heißt das hier. Ja, warum nicht? Überall ist natürlich die Mario-Figur nicht dabei. Luigi's Mansion, Entryway, Eingangsbereich oder sonst wie. Jo, schaut auch ganz witzig aus. Dann haben wir natürlich noch mehr Super Mario. Da haben wir Big Urchin Beach Ride. Eine kleine Achterbahn. Ja, die schaut nice aus. Das könnte ich mir echt gut vorstellen, dass das lustig ist. Inwiefern man das dann ins Spiel integriert, keine Ahnung. Wie gesagt, da bin ich definitiv der falsche Ansprechpartner, wenn ihr das sehen wollt. So, jetzt muss ich hier schon ein bisschen aufräumen. Da ist nämlich noch ein Super Mario Set. Da habe ich aber teilweise andere Sachen draufgestellt. Das hier ist das größte Super Mario Set mit 800 irgendwas Teilen und 80 Euro UVP. Hound and Seek, auch von Luigi's Mansion. Ja, schaut auch richtig nice aus. Ich stelle mal auch auf die Seite hier. Ich habe übrigens hier, der Tisch ist etwas größer geworden mittlerweile. Also vorher habe ich den nur mit 1,50 Meter Breite gehabt. Der ist jetzt hier 2 Meter breit. Allerdings seht ihr nicht die vollen 2 Meter. Mit was machen wir weiter? Lego City. Ein paar Lego City gibt es ja noch, die bei Lego exklusiv waren. Das ist das GWP, was es gibt, wenn man City Sets, ich glaube, über 40 Euro oder 45 Euro, weiß nicht, was da jetzt die Grenze war. Schaut ja ganz nett aus, allerdings finde ich die GWPs, die sie jetzt hier zum 1. Januar gehabt haben, echt mager. Voriges Jahr gab es ja zumindest dieses Vintage Car. Ich hatte ja am Anfang gehofft, dass es diesen Lego Store gibt, aber dem war leider nicht so.
So, die extra Dots habe ich noch vergessen. Vollständigkeit halber. Was gab es noch von Lego City? Das Picknick im Park. Auch das finde ich halt irgendwie nice aus. Richtig cool. Das ist auch, glaube ich, mittlerweile schon ausverkauft. Also da haben, glaube ich, auch relativ viele zugeschlagen bei dem Ding. Und es gibt wieder einen Pferdetransporter. Und auch der schaut cool aus, auch wenn er optisch mich sehr stark an ein altes Set erinnert, weil da gab es mal eins, da war ein schwarzer Pickup, also SUV davor und der Trailer hat, glaube ich, auch irgendwie andere Farbe gehabt. Das schaut dem doch schon sehr, sehr ähnlich. Also da werden dann auch Sets oft einmal zweit- und drittverwertet, finde ich aber nicht weiter dramatisch. Da diese kleinen City-Sets auch gerne von meiner Frau gebaut werden und sonst, wie haben wir den auch gleich zweimal genommen, dann können wir den auch einmal bauen. So, dann gibt es wieder neue Blumen, die Sonnenblumen. Auch die mittlerweile zurzeit wieder vergriffen. Also die Blumen gehen echt gut. Die alten vom letzten Jahr habe ich auch noch liegen, habe ich auch noch gar nicht aufgemacht. Muss ich auch mal nachholen. Ich stehe mal das mal dazwischen. Dann, also von City gab es sonst nicht mehr. Da waren noch diese zwei Sets über. Alle anderen habe ich ja bereits euch gezeigt. Die meisten Speedbuild-Videos davon sind ja mittlerweile auch schon fertig. Dann gab es noch eine Reihe neuer Brickheads. Hier diesen Lion Dance Guy, den Drachentänzer, ein Einzelbrickhead. Und dann gab es noch wieder ein paar Neuzugänge von dieser Pets-Reihe. Einmal die und einmal die. Und dann gab es noch den Star Wars Brickhead. Die Ahsoka Tano, der schaut richtig cool aus. Also Brickheads kommen jetzt dann am 1. Februar auch wieder ein paar neue, sind seit gestern im Lego Online Shop gelistet. So Doppelpacks, richtig cool und auch ein einzelner mit von Toy Story. Also da, Brickheads haben ja schon viele totgeschrieben gehabt, aber es kommen immer wieder neue Sets. Ich habe die am Anfang auch absolut nicht leiden können, mittlerweile liebe ich sie, sind geile Sammelfiguren. Und es gibt einen neuen Zug. Lego Creator, kleiner Maßstab, 4 Stats breit, passt nicht auf die normalen Schienen, dürfte auf die kleinen Schienen passen, die es ja mal in der Friends-Achterbahn und so gab. Und damit man, wie hinten drauf abgebildet ist, auch einen vernünftig langen Zug machen kann, musste der natürlich auch zweimal sein. So, ich stelle mal auch mal daher. So, jetzt wird es dann setztechnisch immer größer, aber wo wir gerade Star Wars gehabt haben mit dem Brickhead, da gibt es ja auch noch diese zwei kleinen Figurepacks. Mittlerweile, glaube ich, auch schon wieder ausverkauft mit jeweils 15 Euro. Richtig cool. Man kann es fast als Battlepack-Ersatz bezeichnen. Ich meine, ein Battlepack gibt es ja auch, das 20 Euro Snowtrooper Battlepack, habe ich euch auch schon zusammengebaut und gezeigt. Aber diese kleinen Packs sind, glaube ich, so das Favoritending mit 3 Figuren, 15 Euro. Bei dem anderen sind 4 Figuren, kostet 20 Euro. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir da fast auf gleichem Level. Das ist nicht günstig, das brauchen wir nicht drüber diskutieren. So. Und dann haben wir jede Menge Monkey Kit, aber auch noch ein Disney-Set. Ich lach mich tot, wie das jetzt geheißen hat. Ist es irgendwie so eine Schatztruhe und Stifterhalter und sonst wie? Schaut niedlich aus. Also das wird Steffi bauen dürfen, wenn sie denn möchte. Die Entscheidung liegt natürlich bei dir. Und dann gibt es noch die Turteltauben. Die habe ich ganz vergessen, so als Seasonal Set. Die schauen ja mal richtig süß aus. Also zwar über 200 Teile, 13 Euro auf Preis-Leistung, absolut okay. Kann man nicht meckern. Und dann haben wir noch zwei Ninjago-Sets. Die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Das Jay and Naya's Race Car Evolution. Evo. Das ist Evo. Heißt nur, dass man das Set, das Auto in verschiedenen Stufen, also quasi ohne Bewaffnung, mit Bewaffnung und so weiter aufbauen kann. Gibt es ja auch ein paar Sets schon mit Drachen und Robotern, also Mechs und so. Dieses hier scheint wohl zurzeit zumindest Lego-exklusiv zu sein, hat also mein normaler Händler so für definitiv nicht bekommen. Und dann war aber noch eins, wo steht der jetzt? Da ist er. Lloyd's Legendary Dragon. Auch der schaut cool aus. Drachen gehen immer, Ninjago geht immer.
Und dann kommen wir zu Monkey Kid. Gibt es ja wieder zahlreiche neue Sets, von klein bis groß. Das war, glaube ich, das kleinste, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Name Monkey Kids Staff Creations. Das kann man auch so kombinieren in verschiedenste Ausführungen. Finde ich auch keinen blöden Ansatz. Ist halt eben eher was für Kids zum Spülen, dass man das umbauen kann. Sowas geht, glaube ich, immer so Art Transformers mäßig. Dann das nächstgrößere. Das könnte das hier sein. Mice Dragon Car. Ja, futuristisches Design. Ich finde, da können sich die Designer immer noch austoben bei solchen neuen Serien, so wie Ninjago ist mittlerweile nicht mehr neu, aber da kommt Kreativität ins Spiel. Weißt, bei Lego City und so, Feuerwache, Polizeistation, das ist in irgendeiner Form ja immer das Gleiche. Da können sie sich nochmal richtig austoben. Und auf den habe ich mich auch besonders gefreut, weil Mechs gehen immer. Ich liebe Mechs und der schaut auch wieder richtig cool aus. Die Monkey Kid Mechs gefallen mir alle total gut. Der hier heißt Evil Macaques Mac. Haut's mich tot, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Das ist mir nämlich wurscht. Und dann haben wir Changi Moon Cake Factory. Ja, das schaut irgendwie aus wie am Mondbasis. Scheint aber Plätzchenfabrik, Cake Factory zu sein, Kuchenfabrik. Keine Ahnung, werden wir beim Zusammenbauen sehen, inwiefern sich das miteinander zusammensetzt. Dann Nessas Firing. Da werden auch wieder Achterbahnteile verbaut. Diesmal für so einen Feuerring, das könnte man auch rollen können. Das Ding wird sich da drin bewegen. Finde ich cool. Schaut klasse aus. Ich liebe ja diese Monkey Kids sowieso alle. Ich bin froh, dass die nicht Asien-exklusiv sind, wie es mal ursprünglich ja der erste Verdacht war, wo die erste Set-Reihe rausgekommen ist, dass sie das nicht so gemacht haben. Und dann gibt es noch Monkey Kids Galactic Explorer, eine Rakete. Ja, könnte man so als City-Rakete nur in anderen Farben ansehen. Auch die finde ich schaut nicht schlecht aus. Ich auch schon gespannt, was für Funktionen die haben wird. Ich habe mich also mit den Sets sonst noch nicht leer beschäftigt. Die lassen mich da gerne überraschen beim Zusammenbauen. Und das größte Set, die Stadt der Laternen, The City of Lanterns. Auch das ist der absolute Knaller, finde ich, mit diesem kleinen Monorail-Teil quasi, mit dieser kleinen Bahn, die rundum fährt. Preis-Leistung top, über 2200 Teile, Listenverkaufspreis 130 Euro. Kein Wunder, bei Lego mit eins der ersten Sets von dieser Welle, was ausverkauft ist. Hammer. So, und jetzt haben wir hier noch, es gibt ja noch ein Lego Ideal-Set, Sonic the Hedgehog. Auch das finde ich mit Lizenzprodukt, 1125 Teilen mit 70 Euro, ist jetzt kein schlechter Kurs. Und mit Sonic the Hedgehog kann auch meine Frau was anfangen, weil sie solche diese alten Nintendo-Spiele früher gespielt hat. Deswegen habe ich hier auch eins besorgt. Gab es Gott sei Dank keine Beschränkung auf eins pro Kunde. So, und dann haben wir noch die drei Sets, die gestern gekommen sind. Zum einen das größte Technik-Set. Die BMW. Ich weiß, Stickerflut ist mir wurscht. Ich finde, das Ding schaut einfach klasse aus. Auch wenn ich jetzt selber kein Motorrad fahre. Ich finde, Motorräder aus Lego Technik gehen immer. Bin ich neugierig, wie sich das Ding zusammenbauen lässt. Und natürlich, der Kenner wird es wissen, was jetzt noch kommt. Das neue Modular, das Boutique Hotel, das 15. Also wieder ein kleines Jubiläum. Und das habe ich auch gleich dann zweimal bestellt, weil einmal normal gebaut, einmal spiegelverkehrt, ihr kennt das. Und den spiegelverkehrten Aufbau, den werde ich in den nächsten Wochen über Twitch machen. Also nichts auf YouTube gestreamt, sondern nur auf Twitch, weil ich möchte auf Twitch vermehrt jetzt mit Streams loslegen, weil ich einfach finde, dass Twitch die bessere Streaming-Plattform ist als YouTube. So, das waren jetzt alle Sets. Viele tolle Sachen dabei und ihr bitte schreibt es mir wieder in die Kommentare, was sind eure Favoriten? Das interessiert mich brennend. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Holger. Ciao.